Nein, das wusste kaum jemand. Es gibt nicht viele von ihnen. Die Bati sind beinahe immer Krieger, herausragende Krieger. Aber ihre Kampfesstärke beruht auf dem Glauben des gemeinsamen Blutes mit Ashtzahar. Ihre Rituale, ihre Zeremonien, sie sind anders als die der anderen Zykala. Und die Bati haben ihre eigenen Priester und auch ihren eigenen Tempel. Pakos war der Einzige, der das Sichelland verlassen hat, um woanders zu leben. Aber er wollte irgendwann zurückkehren. Er hat Abstand gebraucht nach dem großen Krieg und wollte mit sich ins Reine kommen. Lange hätte es nicht mehr gedauert, dann wäre er heimgekehrt. Wenn die Nachricht von seinem Tod das Sichelland erreicht, wird das nichts ändern, führte Lennis Argosch Satz zu Ende. Wie gesagt, kaum jemand wusste davon. Und das sollte sicher auch so bleiben. Ich gehe davon aus, dass euch beiden die Bedeutung dieser Tatsache klar ist und dass ihr mit niemandem, mit absolut niemandem darüber sprecht. Vielleicht war es auch ein Fehler, euch davon zu erzählen, aber nun gut. Die Bati werden ihn zweifellos früher oder später auf ihre eigene Art rächen. Aber sie sind es gewöhnt, sich zu verbergen, sogar innerhalb des Sichelvolkes. Pakos Tod wird sie treffen, aber sie werden deshalb noch längst nicht unüberlegt handeln. Mit einem Mal fühlte Sarah sich sehr beklommen. Akos schien zu ahnen, was sie dachte. »Du dachtest, dass wir beide auch Bati sein könnten, nicht wahr?« »Ich... ja, ich dachte daran.« »Das ist kein Wunder nach allem, was du gehört hast. Der Blutdurst allein mag ein Indiz sein, aber kein Beweis. Viele Zykala trinken das Blut ihrer Feinde, und auf manche wirkt er intensiver als auf andere. Bei den Bati ist diese Eigenschaft allerdings noch um ein Vielfaches ausgeprägter. Sie haben gelernt, sich zu beherrschen, und das über Jahre. Jemand, der diese Schwäche nicht teilt, also auch jemand wie du, Sarah, wird den Unterschied zwischen den Bati und anderen Sichelländern nicht anhand ihres Blutdurstes erkennen. Ich verstehe. Lasst jetzt dieses Gerede, schaltete sich Lennis wieder ein. Das führt zu nichts und doch zu weit. Ich möchte, dass wir morgen die ersten Gräber erreichen, also beeilt euch. Wir können uns keine Trödeleien mehr leisten. Der Wind heulte dumpf und unheilverkündend durch den langen, engen Gang. Obwohl der festgestampfte Lehmboden vollkommen trocken war, roch es modrig und feucht, und der Staub, der bei der leisesten Erschütterung von den ziegelverkleideten Wänden rieselte, vermittelte den ständigen Eindruck von Vergänglichkeit. Selbst dort, wo der Gang in einen quadratischen Raum mit niedriger Decke mündete, der jetzt von einer Öllampe erleuchtet wurde, verstummte das Pfeifen des Sturmes nicht. Das Grabmal war nie fertiggestellt worden. An einer Seitenwand brach die Ziegelverkleidung plötzlich ab und nackter Fels trat hervor. Es war nur ein kleiner Makel im Vergleich zu den anderen Totenstätten, die sie schon erforscht hatten. Zwei waren durch Deckeneinstürze vollständig verschüttet gewesen, in einem weiteren bedeckten Knöchel tiefe Pfützen den Boden, da sich das Regenwasser seinen Weg durch die Gesteinsspalten gebahnt hatte. Eine Gräberreihe, deren Eingänge nach Norden wiesen, fiel von vornherein schon aus, da der eisige Wind direkt hineinblies und durch sein Heulen und die hineinjagende Kälte für eine ruhelose Nacht gesorgt hätte. Auf der gegenüberliegenden Seite sah es schließlich vielversprechender aus. Während das Siegel am Eingang des ersten Ganges eindeutig aussagte, dass dieser Raum bereits belegt war, war bei den beiden nächsten Zugängen zunächst kein offenkundiger Mangel ersichtlich. Nach eingehender Untersuchung entschieden Lennis, Argosch und Sarah schließlich für die etwas kleinere, aber dafür weniger muffige Gruft. »Wie viele dieser Grabstätten gibt es hier?« fragte Sarah, als sie kurz vor dem Schlafen noch ein letztes Mal am Eingang des Tunnels stand und über das weite Land hinausblickte. »Ein paar hundert.« Argosch trat neben sie. »Dieses Feld endet dort vorn bei den Birken. Das nächste beginnt etwa eine halbe Tagesreise nördlich und ist etwa doppelt so groß. Kurz dahinter liegt ein weiteres, in dem wir vielleicht morgen übernachten können. Dann folgt ein größerer Abstand von vielleicht 2 oder 3 Tagesmärschen. Wir werden dann den letzten und größten Friedhof erreichen. Dort sind die Räume besser erhalten. Sie sind wohl den höheren Priestern vorbehalten gewesen.«
Und wie kommt es, dass nur so wenige wirklich genutzt wurden? Das kann verschiedene Gründe haben. Die meisten Gräber wurden kurz vor dem Untergang der Chasse angelegt, gerade als auch ihre Macht auf dem Höhepunkt war. Vermutlich hatten sie da nicht mehr die Möglichkeit, ihre Tempeldiener nach dem Tode hier unterzubringen. Die meisten von ihnen kamen ja nicht mehr aus den Anlagen heraus. Sie sind an ihren eigenen Ritualen zugrunde gegangen. Hat denn keiner überlebt? Es waren doch so viele. Kein einziger. Und ihre Zahl war auch nicht so groß, wie die Leute heute glauben. Zu keiner Zeit dürfte es mehr als 2000 Schass gegeben haben, und sie lebten alle in ihren Tempeln, dort, wo heute nur noch Ruinen stehen, oder in der Anlage, über der Logstadt erbaut wurde. Sie waren in erster Linie Priester, abgesehen von jenen, die im Süden die Schassburg bewachten. Wen haben sie dort gefangen gehalten? Alle, die sich gegen sie stellten. Meistens nur arme Träumer, die sich ihnen zuerst anschließen wollten und dann Angst bekamen. Die Schass gingen grausam mit Untreuen um. Aber ihre Burg ist heute noch ein Kerker. Ich wünsche niemandem, dort seine letzten Tage zu fristen. Log steht in der Härte seiner Strafen den Schass in nichts nach. Schritte aus dem hinteren Teil des Ganges unterbrachen das Gespräch, und gleich darauf trat Lennis aus dem Halbdunkel hervor. Nicht alle Schass sind an ihrem eigenen Wahnsinn gestorben. Einige wurden auch von rachsüchtigen Dörflern erschlagen. Aber für heute ist der Geschichtsunterricht beendet. Akosch zuckte die Achseln. Wir haben uns nur ein wenig unterhalten. Es ist ein ödes Land, es langweilt mich. Weit und breit keine Herausforderung, keine Menschen, keine Abwechslung. Ich glaube, das ist es, was die Leute am meisten von ihr fernhält. Nicht die Gespenster, sondern die Einsamkeit. »Du wirst doch wohl nicht melancholisch werden«, spottete Lennis. »Wenn in Zykalas der Nebel aufzieht, verhüllt er nur die Reize des Landes. Er schärft die Sinne und weckt die Aufmerksamkeit. Aber hier füllt er lediglich die Leere, und wenn er zurückweicht, ist sie noch genauso da wie vorher.« »Von einem Mann, der seiner Heimat den Rücken gekehrt und 12 Jahre in Goriol verbracht hat, hätte ich solche Sentimentalitäten nicht mehr erwartet.« »Ich bin nicht gerne gegangen, das weißt du.« »Niemand hat dich dazu gezwungen.« Lennis trat einen Schritt nach draußen. Der Wind zerrte an ihren langen Haaren, die sie wie immer straff zurückgebunden hatte, und feiner Sprühregen benetzte ihr Gesicht. »Sobald wir in Gaal sind, wird sich unser weiteres Vorgehen entscheiden«, sagte sie dann plötzlich, als hätte sie die ganze Zeit über nichts anderes gesprochen. »Wenn wir in den Archiven fündig geworden sind, werden wir endlich handeln können. Nicht nur deine Gemeinschaft in Goriol wartet darauf. Sicher haben sie die Nachricht schon verbreitet.« »Was ist, wenn wir nichts finden?« fragte Akosch. »Wir finden etwas. Alles ist greifbar. Die Ungereimtheiten, das unerklärliche Wissen der Hantua. Es ist so wirklich, dass uns der Grund eigentlich ins Auge springen müsste. Irgendetwas verschleiert ihn noch, hauchdünn wie dieser Nebel. In Gaal werden wir diesen Schleier lüften.« »Die Ruhe vor dem Sturm, das meinst du doch. Dass er in Gaal losbrechen wird?« »Davon können wir ausgehen.« »Du suchst in den Schriften dieses Tempels also nur nach dem Auslöser?« »Nach dem Grund und nach dem Ziel. Aber die Entscheidung ist schon längst gefallen, nicht wahr?« Lennis drehte sich wieder zu Akosch und Sarah um und sah sie ausdruckslos an. »Die Entscheidung ist bereits gefallen, als die Hantua den ersten Sichelländer getötet haben. Und sie wurde nicht erst in Goriol verkündet. Hast du dich in diesen 12 Jahren wirklich so weit von deinem Volk entfernt, Akosch, dass du das verdrängen konntest?« »Nein, das habe ich nicht. Aber hier fühlt es sich anders an als zu Hause.« »Natürlich tut es das. In Zykalas zweifelt niemand mehr an dem, was kommen wird. Nur ist noch nicht allen klar, wann es soweit ist.« »Gehen wir es dafür nicht ein wenig zu ruhig an? Ich meine, der erste Vorfall liegt schon viele Wochen zurück.
Die Hantuer haben einen gewaltigen Vorsprung. Sie sammeln sich schon und sie halten sich für stark und unbesiegbar. Sie werden untergehen, Akosch. Wie einst die Schass. Aber nicht, weil sie sich selbst in den Tod treiben, sondern weil wir sie vernichten werden. Damals mussten wir zurückweichen. Aber nicht, um zu unterliegen, sondern nur, um unsere Kräfte zu verstärken. Ein Krieg, der in einem verfluchten Land begann, hervorgerufen durch jemanden, für den selbst der grausamste Tod noch zu gnädig war. Zrundia hat damals nur eine günstige Gelegenheit ergriffen, doch jetzt ist alles anders. Wir werden uns nicht mehr mit den größten wahnsinnigen Vorstellungen einer einzelnen Person herumärgern, die uns doch nur vom Wesentlichen abgelenkt hat. Zrundia wird sterben. Sie werden vom Antlitz Sakuas gewischt, ein für allemal. Dieses Mal werden sie uns nicht entkommen.